Das Benning ST725 ist ein Gerätetester für die Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3 gemäß DIN VDE 701-702. Die Gefährdungsbeurteilung legt die Prüfmaßnahmen und das Intervall zur Wiederholungsprüfung eines jeden Prüflings fest. Die mit der Geräteprüfung beauftragten Personen müssen über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen, um die geforderte Prüfung in Abhängigkeit zur gesamten Komplexität durchführen zu können. Dazu benötigt diese eine entsprechende Ausbildung sowie Fachkenntnis und Erfahrung rund um die Geräteprüfung. Die Prüfung ist bei Inbetriebnahme, nach Reparaturen oder Instandsetzung und in regelmäßigen Intervallen vorgeschrieben. Wird die Prüfung nicht durchgeführt, ist das unter ungünstigen Umständen nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat nach § 23 der Betriebssicherheitsverordnung. Das Benning ST725 ist besonders bei Servicetechnikern beliebt, die relativ wenige Prüflinge pro Tag prüfen, und Elektrofachkräfte, die kleine Prüfaufträge schnell und bequem mit einfacher Dokumentation erledigen möchten. Nach Sichtprüfung und Start des Schutzklasse 1 Prüfablaufes beginnt die Messung des Schutzleiterwiderstandes mit 200 mA Prüfstrom und wird fortgesetzt mit der Isolationswiderstandsmessung mit 500 Volt. Wahlweise kann 250 Volt gewählt werden. Hinweise wie High Load oder Low Load informieren über einen möglichen Fehler. Mit der IPE-Taste wird die Differenzstrommessung bewusst aktiviert, bei der der Prüfling mit Netzspannung eingeschaltet wird. Dieser Prüfabschnitt kann individuell bis zu 2x5 Minuten verlängert werden, was bei der Prüfung von größeren Betriebsmitteln, wie zum Beispiel bei weißer Ware, erforderlich sein kann. Aufgrund der hinterlegten Grenzwerte werden die Messergebnisse mit einem Gut-Schlecht-Symbol gekennzeichnet. Das Benning ST725 hat einen Speicher für 999 Messungen, die per USB-Schnittstelle zum PC übertragen werden können. Das Abspeichern der Messung ist ein erster Schritt zur abschließenden Dokumentation. Idealerweise notieren Sie die Inventarnummer des Prüflings, Hinweise zur Sichtprüfung und den nächsten Prüftermin zur Speichernummer, um später eine zügige Auswertung machen zu können. Die Messwerte können auf dem großen LC-Display jederzeit aufgerufen werden. Für die Überprüfung dreiphasiger Betriebsmittel wird ein Passivadapter benötigt, der den Schutzleiter und Isolationswiderstand prüft. Der Fehlerstrom kann im Ersatzableitstromverfahren gemessen werden, wenn die Isolationswiderstandsmessung komplett und erfolgreich abgeschlossen wurde. Für diese Messung benötigt das Benning ST725 keine Netzspannung. Der Prüfablauf wird wieder mit dem Speichern abgeschlossen. Muss der Fehlerstrom in eingeschaltetem Zustand ermittelt werden, kann ein Aktivadapter für die direkte Schutzleiterstrommessung oder eine Leckstromzange mit passendem Adapter für die Differenzstrommessung genutzt werden. Bei einer Standbohrmaschine würde sicher das Differenzstromverfahren mit einer Leckstromzange zum Einsatz kommen, da der Prüfling sich nur schwer isoliert aufstellen lässt. Wird eine Verlängerungsleitung angeschlossen und die Schutzklasse 1-Taste betätigt, erkennt das Benning ST725 diese und führt automatisch eine Leitungsprüfung durch. Nach der Schutzleiter- und Isolationswiderstandsmessung wird überprüft, ob alle Adern durchgängig sind und auch Phase- und Neutralleiter keinen Kontakt haben. Für besonders lange Kabel, deren Leitungsinnenwiderstand größer 0,3 Ohm, aber kleiner 1 Ohm ist, stoppt das Messgerät am Ende der RPE-Messung und die Elektrofachkraft muss durch Bewertung des Messwertes eine Freigabe erteilen. Am Ende werden die Messwerte wieder mit den hinterlegten Grenzwerten verglichen und eine Gut-Schlecht-Bewertung angezeigt. Das Prüfergebnis wird auf die nächste freie Speicherstelle gelegt. Der optional erhältliche Drucker Benning PT1 bietet die Möglichkeit eines direkten Ausdrucks, der mit den Prüflingsdaten komplettiert wird und direkt an eine Arbeitskarte oder eine Service-Dokumentation geheftet werden kann. Die Messdaten können bequem über einen Download zum PC übertragen werden. Diese stehen als CSV-Daten zur Verfügung und können mit Excel nachbearbeitet werden. Gerne stehen wir bei weiteren technischen Fragen zur Verfügung.